Es ist mal wieder Zeit für ein paar Highlights der PCS7. Diesmal habe ich sie aus der Eliminierungsphase und dem Last Chance Qualifier rausgesucht, die zwischen dem 8. und 11. September ausgespielt wurden. Die PCS7 läuft noch bis zum 9. Oktober, also checkt auf jeden Fall auch die offizielle deutsche Übertragung auf twitch.tv/pubg-de. Das Main Event startet am 30. September mit den beiden größtenteils deutschsprachigen Teams Essen Club und Austrian Force. Lasst sie uns da gemeinsam supporten. Ein großes Dankeschön geht raus an PUBG, die dieses Video hier sponsoren. Aber nun zu den Highlights. Warum Miracue schon seit Anfangszeiten der PUBG E-Sports-Szene auf einem Top-Level performt, sieht man hier in dem 1 gegen 3 gegen Win or Die. Ganz gezielt Nade-Trainings machen, auf die Trainingsmap gehen und da einfach 30, 40, 50 Granaten werfen, solange bis sie den Timer perfekt drauf haben. Und ja, es werden die Feller sein. Was? Ein Play zum Miracue. Ende nochmal von Miracue. Wir bleiben bei Kämpfen in Unterzahl. Yanni von Sheesh wird hier von Foot Esports angelaufen, aber der bleibt ganz locker und seine kurzen Peaks sind Weltklasse. Den zweiten kriegt man gut runtergeschossen, den zweiten kriegt man auch noch. Er macht alle drei! Yanni macht alle drei und Lyron kann nicht hoch, weil die anderen schießen. Genau das meine ich. Seid ihr schon mal unlucky gestorben? Ganz sicher. Aber sicherlich nicht so unlucky wie Pink Venom hier. Das müssen wir uns nochmal in der Zeitlupe anschauen. Flamey von den Bystanders setzt zu Nate an und mehr brauche ich glaube ich auch gar nicht sagen. Crazy Bounce. Aber nicht ganz. Aber was? Sie ist perfekt! Sie hat gebounced! Was? Sie ist gegen das Gitter oben, gegen den Boden von dem Balkon und dann wieder runter. Mit der Blue Zone im Rücken nimmt Bad Boy von Team Elite hier zwei Spieler von Foot Esports raus. Sehr cleane Sprays mit der Groza. Der wurde noch aktiv, holt sich den ersten von Football ist und den zweiten auch noch. Stark! So will man das doch sehen. Molly sofort hinterher. Diese Nate von Yunzi hier passt aber mal sowas von. Perfekt gekocht. Ja. Das ist übrigens die Hammer-Nate gewesen. Eigentlich lernt man recht schnell, dass man bei einem Push nicht direkt in den Compound fährt. Wrist hier scheint das mal gar nicht zu jucken. Davon ist die Frage. Nein, es soll hier tatsächlich reingehen. Metebay wird erwischt. Was? Wie kann Wrist denn mit diesem Move erfolgreich sein? Er brettert mit dem Bike komplett in den Compound hinein vorbei an Metebay. Wer von euch hat während der Fahrt schon mal F gedrückt? Keine Sorge, es passiert scheinbar auch den Besten. Die Garage ist noch frei, aber die ist nicht ganz so beliebt. Schöner Spray Roaring Page. Der ist gar nicht rausgeschossen worden. Der gefingert. Oha. Ja, und das war's mit dem heutigen Zusammenschnitt. Es wird auch von dem Main Event ein Highlight-Video geben. Was war aber euer Highlight heute in diesem Video? Ich freue mich da auf eure Kommentare. Unten in der Beschreibung findet ihr nochmal mehr Infos zur PCS7. Und damit verabschiede ich mich. Macht es gut und wir sehen uns auf den Battlegrounds. Ciao.